Also wir haben zum dritten Mal den Nordex Kick for Kids. Letztes Jahr haben wir damit gestartet, auch zu dieser Zeit im Mai. Hatten dann im Oktober die zweite Veranstaltung, dieses Jahr die dritte Veranstaltung. Und 80 Kinder, Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren sind dieses Mal wieder dabei. Wir hatten jetzt gerade die Profimannschaft mit hier zu diesem Tag eingeladen und hatten dann eine Autogrammstunde. Darüber haben sich die Kids natürlich sehr gefreut. Davor haben wir Stationstraining gemacht, was wir dann kurz unterbrochen haben und jetzt weitermachen. Anschließend gehen wir dann hier Mittagessen in den VIP-Raum und machen auch Stadionführungen in kleinen Gruppen. Und danach wird dann jede Gruppe altersgerechtes Training nochmal bekommen. Und dann ist ja auch naja, schon ruckzuck der Tag rum. Dann machen wir die Verabschiedung und geben den kleinen Kindern noch viel Glück auf dem Weg für die Sommerpause. Ich heiße Emi, bin 8 Jahre alt und bin das zweite Mal hier. Ich heiße Leo und bin 7 Jahre alt und bin zum ersten Mal hier. Mir gefällt es auch sehr gut und macht Riesenspaß. Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich es natürlich am liebsten einmal im Monat machen, weil die Kids immer sehr begeistert sind nach diesem Tag. Und hier auf dem heiligen Rasen zu trainieren, ist natürlich richtig, richtig, richtig was Tolles. Auf jeden Fall ist es so geplant, dass wir im Oktober wahrscheinlich nochmal wieder eine Veranstaltung machen in diesem Kalenderjahr. Wir wollen es so einbetten in den Veranstaltungskalender, dass es zweimal im Jahr stattfindet. Wir haben hier alles mit bei, muss man sagen, Kinder, die im Verein sind, die auch selbst bei uns im Verein sind oder von anderen Vereinen kommen, aber auch Kinder, die mit Fußball sonst nicht so viel am Hut haben, und die möchten wir natürlich für diesen Sport begeistern und für Hansa Rostock logischerweise.